Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Geborgenheit. War es halt ein sehr großer Kampf. Nick war nicht einfach. Geschafft. Bevor es wieder zurückgeht, würde ich noch was machen. Wissen, was dann die Leute sagen. Okay. Es ist auch kein Geheimnis mehr. Wir haben jetzt auch alle ersten wieder, das ist ja gut. Ja, konnte halt ihr Necklace nicht wiederfinden. Jetzt überlegte sich dann, dass der Stein sie gefunden hat, dazu groß, da, um daraus ein neues zu machen. Was denn das, was du da hast? Dieser Floral Charm ist sehr schön. Könntest du ihn mir geben, oder aber könnte ich ihn nutzen, um ein neues Necklace zu erstellen? Ja. Ich brauche diesen Stein nicht, also kannst du ihn haben. Jetzt haben wir auch noch das. Genau.
zu einfach. Wir haben ja bereits die Daten für das Glitchfeld gefunden und für dahin. Wir sollten uns auch auf das vorbereiten. Ja, mit solchen Feldern komme ich nicht ganz so gut zurecht. Wo man dann auf ganz extra Regeln achten muss. Danke nochmal für deine Großzügigkeit. Okay. Jetzt können wir nochmal zu Hardy und Ken sprechen. Es gibt dann jeweils einen Freundschaftspunkt mit denen, also es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Ich bin nicht gut im Warten. Es gibt so etwas, was ich für Eier tun kann, oder? Ich denke mir etwas aus. Jetzt, um jetzt Simulator momentan nicht dran zu denken. Auf derselben Seite eingesperrt zu sein wie Fern? Und das ist mal Folter. Hey, Vero. Kein Wort von Eier jetzt. Momentan. Hardy und Freya schlagen ihre Köpfe gegen die Wand. Manchmal wortwörtlich. Meteor war halt weit vorher zu sehen, dass sie halt keine gute Laune hatten, als Charlotte ohne den Ring kam. Aber sie wissen, dass du ihn wieder hast. Mit anderen Worten, Timetua hat nichts getan, weil du jetzt nicht mit dem Ring in der Gegend warst. Wenn du mich fragst, ist es auch das Beste so. Versuche ich also nicht aufzufallen, wenn du hier Geschäfte machst, okay? Okay. Barriere fernhalten. Es wird vermutlich spielerisch keinen Unterschied machen, aber nur für den Fall.
Das haben wir als was, was wir hier tun können. Ist so ein Charizard nie bekommen. Ich auch den Ratschatten folgen. Versuche nicht aufzufallen. Ich sollte eigentlich erwarten, dass es mehr Schaden macht, aber... Da kann ich ja mal mit... das fangen. Auch nicht. Moment.
Mann speziell angreife. Zurück.
sagt, ich weiß schon mal, dass, also jetzt nicht nur von dem Waldruf, sondern auch, weil ich mich an den Teil noch erinnern kann, dass hier bald wir mit diesem Feld zu tun haben. Darauf muss ich nun vorbereitet werden, also werde ich jetzt zwischen dem Part und dem nächsten dann noch ein Pokémon trainieren. Hier in den Clown kämpfen halt immer mit einem zufälligen Team aus. Also das gibt halt, er hat halt mehrere Teams und er kann halt eins davon haben, wenn der gegen einen kämpft. Und dafür gibt es dann halt immer eine Schärpe dann und nun auch 5 XL Candies. Ja, auch ganz schön Erfahrung geben. Hier noch die Szene mitnehmen und dann beim nächsten Mal dann erstmal da ausgetrainiert. So, wie ist deine kleine Rettungsaktion gegangen? Um ehrlich zu sein, bin ich etwas besorgt darüber, dass wegen der Wiedereröffnung von Agathe City. Also vielleicht, dass er Angst hat, dass das halt nicht wieder geöffnet wird. Dieser ganze halbe Zirkus. Ein Shelter-Ding ist für die Vögel. Nichts gegen Ciel natürlich. Worüber redest du jetzt nun wieder, Samson? Ich habe gerade Vero über das Tong erzählt, das du scheinbar trägst. Okay, wir machen jetzt noch einmal du und ich. Hallo Vero und... Moment. Und wo? Freundlicher Samson. Wie geht es euch denn in diesem schönen Tag? Oh, Vero, du nicht. Wie ich sehe, hast du einen anderen Battle Pass bekommen, Terra, nicht wahr? Das ist leider unglücklich. Du siehst, wir wissen halt nicht, wo sie ist. Jetzt sie ist schon seit einer Weile dann tagelang verschwunden. Wie du sicher weißt, ist halt jedem klar, wenn sie sich in einem Radius von 50 Meilen befindet. Da stellt sich natürlich die Frage, wohin sie verschwindet. Es gibt jetzt nicht gerade viele Optionen. Wir können halt Agathe und das, was darüber hinaus ist, ausschließen dank diesem Schlafzauber. Halt mal. Vero, hatte Terra nicht dich und den anderen Typ gefunden? Aber selbst dann hätte sie da nicht sein dürfen, ohne selbst einzuschlafen. Oh, bitte, Terras Gegenwart ist schon
Ja, findet schon Schlaf. Das solltest du wissen. Hast diese Position Nummer 52 parat? Auf jeden Fall. Es macht Sinn für sie halt, der Nagat zu sein. Wenn sie halt nach dem Ursprung des Signals schaut, nicht wirklich. Sie sagte, es war ein Ametrin. Das ist wahr. Oh. Du hast herausgefunden, dass Titavan Terra ist? Und das ist aber Unsinn. Sie würden doch nie ein Mädchen akzeptieren mit ihren ganzen Hoheit und ihrer manischen Verschlagenheit. Denk nur an, was du sagst, Liebling. Um genau zu ehrlich zu sein, könnte es nicht unmöglich sein, zum Beispiel. Hannes, ich bin zu Hause. Ma, Terra. Ich habe gesagt, dass man es nicht in der Öffentlichkeit tun soll. Okay, wir machen es dann später. Erfindet euch also auch solche Sachen nicht. So, jungen Mädchen und Personen von nicht beschreibbaren Geschlechtern. Wir haben gerade die Möglichkeit besprochen, dass du ein Mitglied von Team Meteor bist. Me? Oh, das ist das Beste, was ich in den letzten 30 Sekunden gehört habe. So, es ist also nicht wahr, richtig? Ah. Worüber reden wir noch mal? Bedeutet, sagt dir der Name Titavin etwas? Das ist doch der Wüstenplanet, richtig? Von Star Wars. Episode LXIX. The Versus of Evil. Was? Titavin war der Name eines Team-Meteor-Agenten. Das bist nicht du, richtig? LMAO. Ich verliere nie. Ich bin nur Titavin. Terra antwortet uns vernünftig. Du bist kein Mitglied von Team Meteor, korrekt? Weil. Ja. Ich eine Schleppe? Ich. Schauen Sie mich alle an. Wenn du wirklich ein Team-Meteor-Mitglied bist, dann warum? Hört mal zu, Kinder, es ist Zeit für eine traurige Hintergrundgeschichte. Okay, so. Vor langer Zeit, als ich nur ein kleines Kind war. Mein Vater war ein berühmter Doktor, der glücklich mit seiner Frau lebte. Eines Tages ist halt ein Räuber eingebrochen und hat sie beide getötet. Ich war allein im Dunkeln. Nur eine einzige Kreatur ist vor mir erschienen, aber als sie es tat, da wusste ich meinen Zweck. Ich entschied mich dazu, halt Verbrechen in der Stadt zu bekämpfen unter dem Namen Terra. Das ist die Handlung von einem Superhelden-Comic. Versuch's nochmal. Verdammt, ich bin aufgeflogen. Alles ist okay. Aber weil sie mich nie finden werden, was machst du da gerade? Lass uns das tun. Deck auf, aktivieren.
Ich darf doch sehr bitten. Bitte sag mir, dass sie nicht gerade in einen großen Computer geflohen ist. Alles klar. Sie ist nicht in den Computer geflohen. Danke. Ich schätze mal, es funktioniert, wie man Pokémon auf dem PC speichert. Und es sieht so aus, als wartest du auf einen zweiten Spieler. Vero, ich glaube, das bist du. Du weißt am meisten über die Situation und du solltest stark genug sein, sie zu bekämpfen. Wir folgen dir, wenn möglich, aber es sieht so aus, als ob hier nur zwei Spieler akzeptiert werden. Ja, sprich mich an, wann du kannst, und ich kann schauen, was ich machen kann. Gut. Dann sehen wir uns dann mit einem verbesserten Team im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut.